am Ende vom Tag kannst du nicht immer gewinnen, Junge, da musst du es sowieso tun, sonst wirst du nicht erwachsen. Hallo Leute, es ist Zeit für einen nächsten ADHS-YouTube-Film, und zwar, es geht ums Putzen, das, was wir am liebsten machen. Ja, ja. Wie ihr seht, hat es draußen Schnee gegeben in der Schweiz. Wir haben einen Lockdown, einen weiteren. Ich schwitze ein bisschen, habe schon angefangen ein bisschen zu putzen. Da habe ich gedacht, ich werde das mal ein bisschen festhalten, kurz und bündig. Nicht allzu groß und zu weit und zu extrem unkompliziert, weil wir wollen es ja gemacht haben, es muss immer gemacht werden, hä? Und da da gibt es einfach ein paar Tricks, nicht Tricks, wie ihr putzt. Da könnt ihr einen anderen Channel suchen, irgendwie von einer Putzfirma oder so. Nee, hier geht es nur um das, was die anderen Leute, alle, die nicht ADHS haben, die müsst ihr jetzt einfach gar nicht schalten. Geht einfach jetzt weiter. Schaut was anderes. Die Leute, die ADHS haben, mit H betont dann noch, ihr habt wirklich auch Mühe, denke ich, wie ich auch. Kinder sowieso. Da auch wegtippen, habe ich nicht, kein Tipp. Da geht es jetzt um Erwachsene, die ADHS haben, oder Jugendliche. Und es geht hier um alltägliche Dinge, die ihr eigentlich machen wollt, perfekt machen wollt. Das will ich immer so, wollte ich immer so, aber es geht einfach nicht. Es ist Sonntag. Irgendwie ein Medikament zu nehmen, um zu putzen, das finde ich voll kaputt. Also das ist nicht der Sinn. Aber wenn du jetzt alles voll übelst krass dreckig hast, also wenn du wirklich einer bist, der Messi ist, oder wenn es schon die Mäuse kommen, oder es hat wirklich auch schon Kakerlaken und so, dann ein Muss, sonst wirst du. System ist wichtig. Also ihr seht hier, das habe ich jetzt eingeschrubbt und ich werde das ein bisschen einwirken lassen. Und bei solchen Dingen ist immer wichtig, wenn man auch ADHS hat, man will am Anfang alles perfekt machen. Also ich will es immer perfekt machen. Ist genauso schlimm wie jemand, der es gar nicht machen will oder einfach drauf scheißt. Am Ende vom Tag kannst du nicht immer gewinnen, Junge. Da musst du es sowieso tun, sonst wirst du nicht erwachsen. Und mach es dann einfach perfekt. Also Dinge, die du gar nicht gerne tust und sowieso getan werden müssen, mach es dann einfach mit System. Geh ins Internet, YouTube, Wikipedia, frag deine Großmutter, frag deine Schwester. Es ist nicht immer Frauenzeug. Die Frauen, die müssen auch Dinge erledigen, die für Männer sind. Und wenn deine Freundin oder wenn du eine Frau bist und ADHS hast und das Auto putzen musst oder darfst oder willst machen, wenn du das Auto putzest, dann vom Freund und eine Frau bist, dann informierst du dich auch und fragst ihn. Und umgekehrt könnt ihr auch die Freundin fragen oder euch informieren. Dann kauft gutes Putzzeug und dann macht es nicht einfach so im 5-Minuten-Dings, sondern okay, nehmt euch Zeit, es ist Sonntag heute, schneit draußen, ich hätte eh nichts anderes zu tun, als mich aufzuregen, kann ich da ein bisschen soundlosen ein Hörbuch dazu hören und kann eigentlich das mit System machen. Ich werde das jetzt einwirken lassen und geh zum nächsten, wo mich schon immer stresst. Und ich denke, das ist für dich auch was, wenn du ADHS hast. Let's go!
gibt graue Unterhosen von dieser Marke. Dann gibt es schwarze Unterhosen. Es gibt auch noch schwarze von Puma, so ein bisschen länger als die anderen. Die gleichen gibt es auch noch in Grau. Und dann gibt es auch noch von dieser Marke, da wo ich die Marke nicht sagen will, weil es keine Werbung ist, Pinkig oder Violetto, so brauche ich nicht mehr, weg in den Sack für andere Leute, die haben es auch noch. Die können es auch noch brauchen, würde ich sagen, und dürfen es auch von mir rauchen. Und ja, das Problem, wo ich sagen will, ist eigentlich das, dass ich einfach zu viele Socken und auch Unterhosen habe. Es hat kein System und das ist alles in einer Schublade, und das ist schon seit eh und je so, seit ich ausgezogen bin von zu Hause. Das ist ADHS-Problem Nummer weiß nicht was, wo wir haben, und jeder hat es eventuell, und somit will ich euch jetzt einfach sagen, was passiert, auch bei den Socken. Da gibt es für Mokassins, gibt es da die Sommersocken, die sind ganz cool, die kennt ihr vielleicht auch, die Mädchen und Frauen kennt das. Ein Loch zum Beispiel, weg damit, weg. Ja, aber diese gibt es, sind gut. Sommer ist jetzt nicht gefragt, muss ich irgendwie separieren. Die kann ich am Sommer wieder hervornehmen, wenn es ein Loch hat, sowieso nicht. Und da gibt es die normalen halbhöhen Socken. Ah, die sind ein bisschen höher als die halbhohen, auch Sommer. Habe ich da auch nicht im System. Meine Lieblingssportsocken, die müssen auch noch dorthin geordnet sein. Und gibt es dann noch Snowboard- oder Bergsocken. Und da gibt es die normalen Socken und. Und dann muss man die ja noch immer Socke zu Socke. Okay, ADHS Gratis-Tipp Nummer irgend so. Und mir, kauft euch einfach 12 oder 24 gleiche Socken. Oder ihr habt Disziplin und fängt damit an, wirklich diese Socken und auch diese Unterhosen zu ordnen. Die Sommer Socken, die müsst ihr gar nicht bei den Sportsocken haben und so. Und Löcher gibt es dann auch nicht. Und dann sind die auch immer schön sortiert, dass ihr die nicht suchen müsst. Immer die Paare zusammen. Oder, also ich kriege das nicht hin, ich sehe den Sinn nicht, da x Stunden zu... Stundenanzahl habe ich da auch nicht. Aber ich sehe den Sinn einfach nicht. Ich weiß, ich mache es nicht. Und somit, ja, ich werde da eine Entsorgung machen, die alten Socken kommen weg, und die noch okay sind, ja, die gebe ich in einen Caritas, heißt es bei uns, in einen Sack, wo auch Leute, die keine Socken haben, Socken bekommen von mir. Das ist im Winter sowieso voll flott, dass das gibt bei uns, finde ich voll gut. Auch jetzt in der Krise, das braucht es, solche Dinge, und da werde ich das mal tun. Und meine 100 Socken, ich erspare euch jetzt das ganze Dings da hinten mit den Socken. Ich wollte es euch noch filmen, mache ich nicht, das ist mir wirklich. Ah ja.